Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge aus der Reihe Tipps und Tricks rund um Path of Exile. Ich wurde kürzlich gefragt, was das für eine ganz interessante Verzauberung meines Helms der Aasgolem-Hexe in der Standardliga ist, die da lautet, beschworene Aasgolems verursachen 40% erhöhten Schaden. Für diejenigen von euch, die das nicht wissen, dachte ich mir, ich erkläre das einfach mal. Es handelt sich hierbei um eine Labyrinth-Verzauberung. Labyrinth-Verzauberung bekommt ihr letztendlich dann, wenn ihr ein Labyrinth durchlauft, bis zu dem Bereich da, wo ihr auch eure Aszendenzgeschichten machen könnt. Da gibt es diesen göttlichen Brunnen und da bekommt ihr Labyrinth-Verzauberungen für eure Items. Im ersten Labyrinth, das normale Labyrinth, bekommt ihr nur Verzauberungen für die Handschuhe. Im zweiten Labyrinth, das grausame Labyrinth, bekommt ihr Verzauberungen entweder für die Handschuhe oder die Stiefel, das könnt ihr dann auswählen. Es gibt immer nur eine Verzauberung. Dann habt ihr im dritten Labyrinth, das ist das gnadenlose Labyrinth, das ist so ziemlich das letzte, so am Ende der 10 Akte, das ihr lauft. Da habt ihr zusätzlich die Möglichkeit, eben entweder für Handschuhe, für Stiefel oder aber für die Helme eine Verzauberung zu bekommen. Und im letzten Labyrinth, wenn ihr die Aszendenzprüfung im Atlas in den Karten gefunden habt und in das letzte Labyrinth lauft, das sich da das ewige Labyrinth nennt, dann habt ihr im Prinzip auch die Möglichkeit, Handschuhe, Stiefel oder aber Helme. Allerdings sind die Verzauberungen dann stärker. Grundsätzlich gilt, mit jedem Labyrinth, also erstes, zweites, drittes, viertes, steigt auch, die Stärke der Verzauberung, die ihr bekommt. So habt ihr, wenn ihr die Handschuhe zum Beispiel nehmt, habt ihr hier die Möglichkeit, ich habe hier Wort des Infernus bekommen, die ein bisschen stärkere Version dieser Verzauberung, die würde ich jetzt zum Beispiel im zweiten Labyrinth laufen. Ich bin jetzt hier durch das erste gelaufen. Eine noch stärkere Variante könnte ich im dritten Labyrinth und die stärkste Variante dann letztendlich im vierten, im ewigen Labyrinth bekommen. Interessant ist das Ganze für die Helme. Also es gibt auch eine große Liste. Da werde ich euch auch mal den Link unten in der Videobeschreibung posten. Da gibt es einen Link in das deutsche Wiki und da sind letztendlich alle Verzauberungen, die man bekommen kann. Nun ist es eben sehr, sehr interessant. Also hier sind so diverse Verzauberungen eben für die Handschuhe. Dann gibt es für die Schuhe, das finde ich schon ein bisschen interessanter tatsächlich, weil man hier zum Beispiel sehen kann, ich kann hier auch eine Kälteschaden 2 Verzauberung bekommen im gnadenlosen Labyrinth. Das ist ja im Prinzip das dritte Labyrinth und dann wird 33-50% Kälteschaden hinzugefügt. Würde ich jetzt einen Char spielen, der Kälteschaden macht, der das brauchen kann, wäre das eben sehr interessant und da gibt es eben auch weitere. Besonders interessant finde ich allerdings sind die Verzauberungen für die Helme. Es liegt einfach daran, weil irgendwann so der Punkt kommt, man hat alle Items zusammen, man hat eigentlich auch ziemlich gut ausgewogen, alles was man sich leisten kann, man hat super Items vielleicht zusammen, man hat den Fertigkeitsbaum, man ist schon Stufe, ich weiß nicht was, 90, 95, vielleicht sogar schon 100, die Gemmen sind mittlerweile, eure Fertigkeitsgemmen sind mittlerweile alle schon Stufe 21 und jetzt was noch tun, um noch mehr rauszuholen und da sind unter anderem eben diese Helmverzauberungen eine gute Chance, denn man kann bei den anderen Sachen natürlich nicht sagen, nimm das auf die Handschuhe, das auf die Schuhe, das auf den Helm und dann hast du immer das Allerbeste. Das hängt tatsächlich ein bisschen von dem Bild ab. Tatsächlich ist es bei den Helmverzauberungen auch so, allerdings so, dass es nahezu für jede Fertigkeit, die ihr nutzt, auch eine Helmverzauberung gibt. Ihr könnt natürlich nur eine Helmverzauberung nutzen, deswegen nimmt man die in der Regel ja auf den Hauptangriff, den man hat. In meinem Fall sind das die Aasgolem. Wenn man jetzt mal schaut, da gibt es hier eben für alle verschiedenen Fertigkeiten gibt es diese Verzauberung. Ich nehme jetzt einfach mal hier die Bärenfalle zum Beispiel. Hier gibt es eben für die Bärenfalle gibt es hier verschiedene Verzauberungen und auch hier ist es so, im gnadenlosen Labyrinth, das ist ja das dritte Labyrinth, da habt ihr das erste Mal die Möglichkeit auch für einen Helm eine Verzauberung zu bekommen, ist das natürlich ein bisschen schwächer als im darauf folgenden, dem ewigen, dem vierten Labyrinth. Da kann man schon sehen, hier 5% erhöhten Schaden, 10% erhöhten Schaden. So ähnlich ist das mit der Aasgolem-Geschichte auch. Die Verzauberung, die ich hier gerade auf dem Helm habe, ist eine aus dem vierten Labyrinth. Im dritten Labyrinth wäre das eine Verzauberung, ich meine, 20% erhöhter Schaden gewesen. So, was hilft euch das jetzt? Tatsächlich sagt euch das jetzt erstmal, wenn ihr durch das Labyrinth lauft, bekommt ihr eine Helmverzauberung. So weit, so gut. Jetzt habt ihr einen super Helm vielleicht auch, auf dem ihr diese Helmverzauberung gerne haben möchtet. Jetzt lauft ihr durch das Labyrinth, wollt vielleicht unter Umständen die Variante jetzt hier für die Aasgolem auch haben und bekommt dann brillanterweise diese Verzauberung für die Klingexplosion. Dann müsst ihr nochmal durchs Labyrinth laufen. Beim nächsten Mal durch das Labyrinth bekommt ihr dann diese Verzauberung.
für Sperrfeuer. So, also ihr könnt es im Prinzip, könnt ihr es farmen, dass die Möglichkeit besteht eben, es ist aber glücksspielabhängig. Also es ist einfach so, es ist völlig zufällig und wenn ihr mal guckt, das sind so die ganzen Helmverzauberungen, müsst ihr im Prinzip durch zwei teilen, weil da ja für das dritte und das vierte Labyrinth aufgeführt ist, aber ihr seht schon, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich schon ein bisschen gering, ihr müsst etliche Male durch das Labyrinth laufen. Interessanterweise ist es natürlich so, dass wenn ihr so eine Verzauberung bekommt und ihr habt einen guten Helm und das passt vielleicht auch gerade gut zusammen, dann kann man sich natürlich überlegen, ob man den Helm nicht über den Spielerhandel verkauft. Nun gibt es natürlich weitere Möglichkeiten, um an solche Verzauberungen zu kommen. Zum einen habt ihr hier eine doppelte Chance, wenn ihr eine Prophezeiung nehmt, die euch eine weitere Verzauberung im Labyrinth ermöglicht. Auch das eine Variante. Ihr habt allerdings auch die Möglichkeit, natürlich das Ganze als Job zu erhalten. Bei den klassischen Inhalten, gerade Herausforderungslinien, neigen dazu, dass auch mal Items droppen, die eine Helmverzauberung haben. Auch gibt es ja, das sind diese Inkubatoren, die ihr bei den Legionenbegegnungen bekommt. Da gibt es den verzauberten Inkubator. Der sorgt dafür, dass ihr, wenn ihr eine bestimmte Menge an Gegnern geschnetzelt habt, dann bekommt ihr einen Helm mit einer Verzauberung gedroppt. Hier ist aber der Haken. Nun ist das schon ein bisschen Glücksspiel, dass ihr eine Verzauberung bekommt, die überhaupt zu eurem Char passt. Und wenn da eine Verzauberung drauf ist, die zu eurem Char passt, dann ist es wieder Glücksspiel, dass der Helm, in den das Ganze verbunden ist, auch natürlich, das kann auch irgendein Lumpenhelm sein. Ne? Jetzt braucht ihr vielleicht was mit einem Energieschild, habt einen super Helm für Ausweichen oder habt einen ganz schlechten Helm, den ihr überhaupt so gar nicht brauchen könnt, den auch kein anderer haben möchte. Also, es ist ein bisschen Glücksspiel dabei. Dritte Möglichkeit oder letzte Möglichkeit, und die ist natürlich ein bisschen zielgerichteter, ist tatsächlich, sich sowas über den Handel einzukaufen. Und zwar könnt ihr das hier eingeben. Also wenn ihr jetzt hier eure Fertigkeit eingebt, ich nehme jetzt einfach mal die Aasgolem-Hexe tatsächlich, weil es gibt für alle Varianten gibt es das, dann könnt ihr hier vorne schon sehen, verzaubert. Das sind tatsächlich die Verzauberungen aus dem Lords Labyrinth und da könnt ihr jetzt auswählen. Jetzt habe ich hier im Prinzip... Das ist die Verzauberung, die ich ja zum Beispiel gerade drauf habe. Beschworene Aasgolem verursachen Prozent erhöhten Schaden. Das gebe ich jetzt mal ein. Wenn ich jetzt hier 20 eintragen würde, dann hätte ich die Verzauberung aus dem dritten Labyrinth. Das kann natürlich unter Umständen sein, dass der Helm dann ein bisschen günstiger ist. Da kann man schon sehen, den bekomme ich hier 25%. Sind es tatsächlich sogar, nicht 20. Wenn ich jetzt hier 40 eintrage, dann bekomme ich die Verzauberung aus dem letzten Labyrinth. So, jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, noch ein bisschen zielgerichteter zu suchen. Ausweichwert ist jetzt für meine Aasgolem-Hexe vielleicht nicht ganz so interessant. Jetzt kann ich natürlich auch die weiteren Dinge hier ausfüllen. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte da gerne einen Helm haben mit, ich trage einfach mal ein, 200 Energieschild. Und ich kann natürlich noch viel, viel mehr angeben. Also wenn ich jetzt noch Widerstände drauf brauche, Leben etc., dann kann ich eben schauen. Und da kann man, sieht man jetzt schon, also der Helm würde jetzt zum Beispiel schon 30 Chaos kosten, hätte hier aber super Widerstände schon drauf, aber noch kein Leben. Und jetzt kann ich hier auch im Prinzip einfach mal durchgehen. Diese Helmverzauberungen gehen übrigens auch für einzigartige Helme. Das heißt, auch da kann man das Ganze ein bisschen kombinieren. Das gleiche gilt natürlich auch für die anderen Verzauberungen. Zum Beispiel für die Stiefel, wenn ihr hier jetzt eine findet, von der ihr sagt, das ist für mich interessant. Das möchte ich gern bei meinem Char auch noch zusätzlich haben. Na, ich gehe mal ein bisschen schneller hier nach oben. So, zum Beispiel, ich möchte die Verzauberung Regeneration 2 haben. Das sind natürlich alles Dinge, die könnt ihr dann da auch bei den Geschichten mit reinlegen oder Angriffen entgehen. Das braucht ihr im Prinzip mehr oder weniger nur abtippen oder gebt da Angriffstreffer ein. Dann könnt ihr das schon so ein bisschen zuordnen. Scrollt ihr nach unten. Meistens sind die Verzauberungen hier in diesem Menü ganz als letztes. Ich kann das ja mal eintragen. Angriffstreffer. So, und jetzt gehe ich einfach mal hier so ziemlich ganz nach unten und dann seht ihr schon, hier unten kommen dann so ziemlich die Verzauberungen und da sind dann im Prinzip die Varianten auch aufgeführt. Also über solche Geschichten bekommt man, wenn ihr so wollt, also jetzt ist es ist natürlich eine Labyrinthverzauberung, genau genommen, wenn ihr so wollt, ist es ein zusätzlicher Modifikator auf einem Item und das hilft euch unter Umständen nochmal eurem Schaden nochmal eurem Char nochmal ein bisschen mehr Schaden oder ein bisschen mehr Schutz oder was auch immer ihr braucht, zu verleihen. Ja, so viel zu dieser Folge aus der Reihe Tipps und Tricks. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch weitere Folgen hier schaut. In diesem Sinne vielen Dank und bis zum nächsten Mal.